im Moment die Konzerne, die Automobilkonzerne, die erheblich unter Druck geraten. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe, die jetzt auf einmal aus einer sehr wichtigen Position, denken wir an den Autokanzler Schröder, der also VW wirklich große Summen hat zukommen lassen, so jedenfalls scheint es. Und der auf der anderen Seite, jetzt hier erleben wir, wie Daimler, wie VW auch politisch im Stich gelassen wird, so scheint es. Naja, da werden Umverteilungen wieder vorgenommen. Aber letztendlich dienen diese Gruppierungen ein und derselben Elite, könnte man sagen. Das ist aber auch schon wieder ein Begriff, der falsche Vorstellungsköpfe entstehen lässt, sondern ein und demselben Ziel. Und dieses Ziel wird von anderen verfolgt als diejenigen, die auf dem Brett hin und her geschoben werden. Also wenn wir zurückdenken, du hast jetzt die Automobilindustrie heute erwähnt und da gibt es ja viele Hinweise, dass die eben hier in Deutschland scheinbar runtergeschraubt werden soll. Und es gab ja eine Zeit, wo das mit deutschen anderen Industrien, Foto, Elektronik, Fernseher, Löwe, Nordmende, ja, Grundig, ja. Rollei, große Telefunken, große Namen, ist das ja so ein paar, die mir ja, so ja. auf Anhieb anfangen, die dann ja eigentlich heute in der Bedeutungslosigkeit, hoffentlich habe ich jetzt niemanden beleidigt, aber die natürlich das, was ich früher mal an deutscher Technik gemacht haben, das ist heute in Japan oder China oder Taiwan. Genau. Und das ist gewollt, dass also bestimmte Gebiete, bestimmte Bereiche in der Globalisierung haben und nicht überall alles so. Genau, passiert. Das ist immer wieder gut möglich, dadurch auch zu stark gewordene Gruppierungen in die Schranken zu weisen. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Natürlich gibt es in diesen Gruppierungen eine Konkurrenz untereinander,